Hallöchen, liebe Leute, jetzt machen wir noch einmal Welcome to Wrath Unlimited, ein komplettes Case auf. Letztes Mal war ja Mass of Momentum dran. Wir erhöhen immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Fable ziehen oder die Fable ziehen. Es ist jetzt langsam mal Zeit für Eye of Ophidia. Das fehlt noch oder wieder in meiner Sammlung. Hab ja, wie erwähnt, dummerweise alle Kopien verkauft. Oder was heißt dummerweise? Auf dem Weg, auf dem Price Drop, habe ich dann wohl alles richtig gemacht. Zumindest mit dieser Karte. Und jetzt, da der Preis bei 200 Euro angekommen ist, versuche ich eine gute Kopie nachzukaufen. Ich habe schon alles abgecheckt, bis 260 Euro rauf. Alle haben irgendwelche Mängel. Ich hätte gerne eine Fabled ohne Mangel. Ich biete jetzt auch in den USA auf gegradete Eye of Ophidias und Libraries, die andere Fable aus so, na, Monarch? Monarch oder Tales of Aria? Ich glaube Monarch. Da hatte ich auch alle verkauft, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder was nachhole. So, ich organisiere mich mal ein bisschen hier. Macht es euch gemütlich, wird aber wieder eine halbe Stunde dauern. Je nachdem, wie viel ich hier rumquatsche. Ich sortiere mir die jetzt doch schon mal anders. Und zwar noch mal einmal detaillierter. Hatte ich ja letztens schon mal angesprochen. Bei, ich glaube, Arcane Rising, bei diesem Supercase. Die vier ersten Karten sind Generics. Generic kann man mit jeder Klasse spielen. Also mit Zauberer oder mit Krieger oder mit was auch immer, Ninja. Und das erste Equipment, also Ausrüstungsstück. Ach, im Übrigen, das Spiel ist jetzt seit über 2 Jahren draußen, gibt es nur auf Englisch. Ab nächsten Monat fangen sie dann an, Deutsch, Französisch, ich glaube Spanisch, eventuell Italienisch, auf jeden Fall andere Sprachen rauszubringen. Diese drei ersten Editionen, die kommen dann in einem History Pack, heißt es, 36 Booster in einem Display. Und da sind dann aus diesen drei Editionen, gemischt die Karten drin. Seltenheitsgrad, das wollte ich auch nochmal klären, das wurde ich auch noch gefragt. Hier unten, das Grau, das steht für kommen, häufig. Blauen sind die Rares, die selteneren Karten, gibt es dann hier jetzt 2 Stück. Majestic sind die seltenen, die ich hier am häufigsten erwähne, weil die auch oft die spielstärksten sind, hier direkt in Foil. Unten tue ich die normalen Versionen hin, oben lege ich mir die Foil-Varianten hin, also die glänzenden, glitzernden, naja, folierten halt. Sortiere ich auch so nach Rarity. Der letzte, hier sind wiederum die verschiedenen Klassen, also mit Guardian sieht man auch am Rand, welche Klasse das ist. Warrior, Brute. Hier oben gibt es 3 verschiedene Farben. Das ist nur beim Spiel entscheidend. Gelb sind 2 Ressourcen, blau sind 3 Ressourcen, rot ist 1 Ressource. Heißt, man bräuchte diesen Balken nicht, aber damit kann man es auch direkt viel leichter erkennen. Ich sehe sofort auf einen Blick, gelb, 2 Ressourcen, der Rand ist Ninja. Ich weiß sofort, was ist. Bedeutet, diese Karte gibt es in rot, gelb und blau. Jeweils mit 1, 2 oder 3 Ressourcen, dann haben die im Umkehrschluss eventuell andere Kosten oder machen weniger Schaden. Der Schaden ist hier unten, aber davon ab, ich lege mir die jetzt so hin, damit ich alle Generics hier habe, alle Klassen hier und alle Token. Token sind, wie gesagt, doppelseitig, gibt es auch verschiedene Vorderseiten mit verschiedenen Rückseiten. Die sind auch grau, also weiß. Sind sehr selten, steht aber ein T anstatt ein C, Token, anstatt kommen. Sind dann die Helden. Man braucht einen Helden zum Spielen und die Equipments, die Ausrüstungsgegenstände. Die sind als Token dran. Und dann noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel eine Aura. Es gibt verschiedene Auren. Hier ist, damals gab es noch Lila, die Seltenheitsstufe zwischen Super Rare, zwischen Rare und, na, jetzt bin ich ja falsch,
zwischen Rare und Majestic kommt noch Super Rare. Kann man das hier so sehen? Ah. Wir kommen schon zurecht. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier bleibe. Dorothea im Übrigen, ihr kennt das Logo von meiner Homepage, von meinem eBay-Shop, von meinem Discord, von Card Market, auch von YouTube. Ich glaube bei YouTube auch. Ich weiß es nicht mehr. Mein Gott, müsste ich nachgucken. Habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber bin ja jetzt eh hier, um Booster zu öffnen. Halbe Stunde war die Ansage. Da habe ich jetzt schon wieder zu viel gequatscht. Und das wäre jetzt echt mal angebracht, dass wir die Fable ziehen, dass ihr die hier auch mal live gepult seht, weil in jedem 40. Display, beziehungsweise jedem 10. Case, weil ich hier jetzt immer caseweise öffne, im Schnitt, irgendwann wird sie sich zeigen. Irgendwann kommt die Fabled. Und dann bin ich schon mal wieder einen Schritt weiter zu meiner persönlichen Sammlung. Ich habe das zwischenzeitlich echt vernachlässigt und habe ganz, ganz viel verkauft, weil, wie gesagt, die Preise nach unten gingen. Aber das ist wie bei Aktien, das ist wie bei Kryptos. Market Timing, das ist echt schwer. Gut, jetzt beschäftige ich mich jeden Tag lange damit. Irgendwo kriegt man schon mit, was wo wie angesagt ist, was gespielt wird. Ja, ist wieder rot, Majestic. Also, ich könnte es irgendwie ein bisschen, von ein paar Karten weiß ich es, welche ich günstig nachkaufen kann. Oder welche ich am besten schnell verkaufe, weil die noch im Preis sinken. Wenn die zum Beispiel nachgedruckt werden in einem neuen Set, dann geht der Preis meistens nach unten, weil halt zu viele Karten kurzfristig verfügbar sind von dieser einen Variante. Naja, wenn neue Karten kommen, die man mit anderen gut kombinieren kann. Wenn jetzt wieder jeder hier Warrior spielt und Steelred Supremacy dann gefragt ist, geht der Preis nach oben. Aber ansonsten, so im Großen und Ganzen, wann der Gesamtmarkt drauf geht und wann der Gesamtmarkt runter geht. Also da können die auch schon fast schon würfeln. Deshalb hatte ich vielleicht auch nur Glück, dass ich viele teure Karten komplett ausverkauft habe. Komplett bis auf die letzte Kopie. Habe ich nicht mehr vor, will ich nicht mehr machen. Da setze ich dann eventuell auch lieber einen Price Swing aus und behalte die Karten, die ich echt alle haben möchte. Ist bei Flesh and Blood, oh, das grundsätzlich sammle ich, weil ich jetzt nicht so ein reicher Bengel bin, keine First Edition. First Edition ist mir leider zu teuer, wenn ich da das Zehnfache für eine und dieselbe Karte ausgeben muss. Das können andere machen, die Großen, die Whales, die Sharks. Ich bin eigentlich nur so ein kleiner Shrimp. Ich sammle Unlimited. Aber da dann die Fables, die Legendaries und ja, muss ja eigentlich auch genügen. Also so richtig Wertanlage, da kann ich Flesh and Blood jetzt noch nicht einschätzen. Ne? Wir sind im dritten Jahr. Die Stimmung war zwischendurch immer wieder so, nee, es kommt nichts Neues. Meh, zum Beispiel Bravo ist jetzt Anfang, also Mitte April, einer der stärksten Helden. Und ja, bei Flesh and Blood gibt es so ein richtig geiles System. Und zwar haben die, es gibt verschiedene Punkte für verschiedene Turniere. Je größer das Turnier ist, also bis zu Weltmeisterschaften quasi, desto mehr Punkte bekommen die Helden, die die Spieler spielen, für die verschiedenen Plätze. Also, Beispiel, Bravo ist bei 1000 Punkten. Wenn Bravo 1000 Punkte erreicht, dann darf der nicht mehr auf den offiziellen Spielen gespielt werden, dann wird er gebannt, weil er zu stark ist. Punkte gibt es, wenn man den ersten Platz macht, bei, ich habe es nicht im Kopf, ich sag mal, erster Platz, Weltmeisterschaften mit einem Helden, 90 Punkte. So, auf einem nationalen Event 60 Punkte und auch vielleicht einem lokalen Skirmish. Also es gibt ja verschiedene Parallele. Veranstaltungen.
Aber ihr versteht das, ne? Ja, größtes Turnier, 90 Punkte für den ersten Platz, keine Ahnung, 60 Punkte für den zweiten Platz, 50 Punkte für den dritten Platz und so weiter und so fort. Und so sammeln die Helden, egal wo die auf der Welt gespielt werden, auf offiziellen Turnieren, verschieden gewichtet, hier Majestic Fall, so sammeln die verschieden gewichtet ihre Punkte. Und sobald 1000 erreicht sind, sind die raus. Das ist bis jetzt noch bei noch keinem passiert, aber Bravo ist der, der mit am meisten Punkte hat momentan. Könnte passieren, dass der dann durch die Spielerpunkte gebannt wird. So sieht's aus. Und so sorgen die dann dafür, dass die Meta nicht zu einseitig bleibt, wenn sie es denn dann mal ist. Und das so System, also es ist echt super, super gut durchdacht. Funktioniert klasse. Also, im ersten Display war jetzt, ne, Cestrian Empowerment in voll und normal, Steelblade, das können wir schon fast wieder vergessen, aber das gehört natürlich auch dazu. So, jetzt sortiere ich mir das nämlich hier mal weg, das auch, und dann direkt zum nächsten. Okay, wie lange haben wir denn? 11 Minuten. Ui, da halte ich euch länger auf als sonst. Ja. Jetzt, Stand jetzt, ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich das Video hochlade in ein, zwei Wochen. Ein, zwei, drei Wochen, je nachdem. Wie viel ich so... An Ostern habe ich ein bisschen mehr hochgeladen. Das war auch schön, da waren einige gute, schöne Kommentare dabei. MTG mit Patrick hat kommentiert. Mein Bruder war immer wieder dabei. Ich habe neue Abonnenten dazu gekriegt. Wir sind jetzt bei 27. 8 Stück in den letzten... Wochen dazu bekommen. Freut mich. Kleine Schritte. Oh. Ah ja, hier so. So. Okay. Hier haben wir noch Platz für die Fabled. Na gut, für eine Legendäre, wenn wir Glück haben. Wir wollen ja nicht zu viel verlangen, ne? Immerhin ist das hier. Ist das hier. Naja. Zum Glück nicht die Haupteinnahme. Also wenn man mit Case Openings sein Geld machen muss, dann gut nach. Das ist eher irgendwie aus Jux und Dollerei, um ehrlich zu sein. Weil hier ehrlich gesagt, als die Ankündigung kam, dass Welcome to Wrath, dass die allererste Edition, die es jemals gab, nicht mehr hergestellt wird, nicht mehr gedruckt wird, sowohl die First Edition natürlich, als dann auch Unlimited, habe ich mir natürlich gesagt, jo, klar, geil, holt jetzt mal so viel wie es geht, so viel wie es geht, Displays nach, lässt sie liegen, die werden ja dann schön auf 80, 90 Euro klettern, ne, bis Ende des Jahres, aber ich glaube, jetzt muss ich noch mal gucken, wo ich hier bin, so, aber ich glaube, die haben so viel gedruckt. Ey. Das ist wirklich... zwischendurch war jetzt die Puste raus. Keine neuen Spieler oder kein Bedarf an alten Karten mehr. Die Investoren waren raus. Die, ne, die Sammler haben so ein bisschen Abstand gehalten von Flesh and Blood. Und dann kam halt die Ankündigung. Eine große Ankündigung. Flesh and Blood 2.0. So. Wochenlang haben alle gerätselt, was ist es denn jetzt? Ich hatte gesagt, die müssen mehr Werbung machen, um mehr Spieler zu bekommen. Vielleicht haben sie da ein großes Konzept. War jetzt irgendwie nicht so, sondern im Großen und Ganzen ging es erstmal um die von mir bereits erwähnten neuen wieder gedruckten Auflagen. Erste, zweite und dritte Set, was jemals kam. Welcome to Wrath, Arcane Rising und Crucible of War. Die bekommen diese History Packs, History Displays, 36 Packs, Booster pro Display, habe ich auch bestellt, ohne Ende, machen wir hier auf, ohne Ende. Da sind dann auch die teuren Klopper bei, so wie Command & Conquer und Enlightened Strike und auch alle Legendaries und dann haben sie jetzt Folgendes gemacht. Moment, wenn ich das hier falsch bin, warum habe ich manchmal diese Hänger? Das gibt's doch gar nicht. Während dem Quatschen, überlegen, sortieren und dann auf einmal, weiß nicht mehr, wo ich war. Die mischen das. Und zwar, diese normalen Foils
Hier in Unlimited, das heißt eine Rainbow Foil. Rainbow Foil, weil die in allen möglichen Farben glänzen. So wie man das von World of Warcraft oder Magic kennt. Bei Pokémon ist ja ganz crazy. Die haben ja zig verschiedene Foil-Varianten. Aber in der First Edition gibt es diese Cold Foils. Bedeutet, na, Rare Schande. Siehst du, schon wieder falsch. So. Kleines Beispiel. Ich habe hier zwei verschiedene Karten. Rainbow Foil. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so sehen kann. Da es sind verschiedene Farben dabei bei diesem Arknight Shard. Das ist Unlimited Edition. Das ist Rainbow Foil. Daneben aus der First Edition Cold Foil. Cold Foil heißt, das ist ein anderes Druckverfahren. Die sind geätzt, diese Folierungen. Der Vorteil ist, die Karte an sich, die krümmt sich nicht, die bleibt immer flach. Das habe ich jetzt hier nicht als Beispiel, aber die Rainbow Foils haben die Tendenz, sich immer in irgendeine Richtung zu krümmen und sehen dann aus wie Pringles. Die Cold Foils bleiben gerade. Auf jeden Fall ist das schon mal, es ist ein richtig deutlich zu erkennender Unterschied. Das stört mich sehr hier, dieser Punkt da drin. So. Die sind nur so Gold bis Silber. Und zwar nur das, was. Also, es leuchtet nicht in verschiedenen Regenbogenfarben. Man sieht es am Rand nur deutlich, dass das so einen metallischen Effekt hat. Im Gegensatz zu diesen Rainbow Foils, die in allen möglichen Farben schimmern und scheinen. So, das ist der Unterschied. Was man schöner findet, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber in der First Edition gibt es nur diese Cold Foils. Die gibt es nicht und gab es nie in Unlimited. So, jetzt haben wir folgende Situation. First Edition, den Begriff First Edition gab es ja auch schon mal bei Pokémon, bei Yu-Gi-Oh!, bei allen möglichen verschiedenen Kartenspielen, auch eher so eher unbekannte. Das ist eine limitierte Auflage, die dann für Sammler interessant ist. Und danach gibt es die Unlimited, auch bei Magic. Die dann wirklich viel, viel, viel gedruckt wird, damit es billig bleibt und damit jeder Spieler die Chance hat, da an was zu kommen. Jetzt war das immer so, bei den ersten Editionen, zweiten, dritten, vierten, fünften, gab es jeweils die First Edition und danach dann die Unlimited. Und jetzt die aktuelle, habt ihr ja mitgekriegt auf dem Kanal hier, Everfest, also die Karte hier ist ja aus Everfest. Deshalb mache ich die momentan auf, weil zuerst First Edition kommt und es gibt nur First Edition. Und es wird wahrscheinlich von dieser sechsten, jetzt aktuellen Edition keine Unlimited-Version mehr kommen. Wir haben zu viel gedruckt. Tome of Fiender, Rügen. Dass wir es nicht mal so als selbstverständlich weglegen. Wenn man hier tausende von Packungen öffnet, wird das irgendwann normal. Aber super geil, Tome of Fiender. Schöne Karte. Gut zum Spielen, ist auch immer noch ein bisschen teuer, ich glaube 20 Euro. So. So. Heißt, von dieser sechsten Edition wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine Unlimited Edition mehr geben. Und danach, ab dem siebten Set, wird es nie wieder First Edition geben. Ja, es gibt dann also nur noch ein Set. Das würde dann hier nicht Welcome to Wrath First oder Welcome to Wrath Unlimited heißen, sondern einfach nur Welcome to Wrath. Fertig. Das nächste Set kommt im Juni und heißt, ich habe es vergessen, es ist ein kurzer Name. Naja, schlecht vorbereitet. Einfach mal drauf los. Naja. Egal. Dann gibt es nur noch eine Version davon. Keine First, kein Unlimited. Oh, hier ist hier ein Legendary. Mask of Momentum, wie beim letzten Mal. Yo, super duper. Ja. Die ist ein bisschen zu weit nach links gedruckt. Die ist weiter links als rechts. Aber ansonsten keine Printlines, keine Cuts, keine minimale Ding hier unten.
schlecht geschnitten, aber die ist noch super. Das wäre eine 9er. Eine 9er Bewertung. Moment. Einmal hier rein. Einmal meine weiße. Nein. Ach komm, wurscht. Geh jetzt hier rein. So. So. Verschwinde. Ab in den Toploader. Okay, schön. Dann bin ich mal wieder ein bisschen beruhigt. Dann haben wir was am Wert gefunden. Haben wir noch was zum Vorzeigen. Die kann man dann verkaufen. Okay, cool. Ein paar Booster haben wir ja noch. Sollte ich jetzt zulassen? Nein, ich mache alles auf. Das gibt es bei uns nicht. Wir machen alles auf. Okay, back to the roots. Siebte Edition gibt es nur eine normale und danach keine Unlimited. Die haben es gemischt. Die Cold Foils, Moment, hier, so. Die Cold Foils und die Rainbow Foils gibt es dann zusammen in einer Edition. Dann gibt es von einer Karte, also zum Beispiel von der Fabled, gibt es die sowohl in Cold Foil als auch in Rainbow Foil, sind dann in Cold Foil nur deutlich seltener. Bedeutet, sie wollten ja immer den Sammler- oder Investorenmarkt bedienen mit dieser First Edition und hatten deshalb diese seltenen, besonderen Cold Foils drin. Und in der Unlimited Version hier diese Rainbow Foils. Na, weil. Ja, die leuchtet, das ist schwer zu erkennen mit einer Handykamera und dann noch mit einem Toploader, aber na, die schimmert so. So. Unlimited hat dann Rainbow Foil, war nicht ganz so begehrt, weil die sind ja öfter gedruckt. Beim Sammeln, Kartensammeln geht es fast nur um die Seltenheit. Na, wie oft gibt es die Karte? Seht ihr jetzt bei Magic, Reserved List, wie auch immer. Karten, die wirklich gar nicht zum Spielen so geeignet sind. Gehen dann für richtig Asche weg, für hunderte Euro. Sind aber deutlich schlechter zum Spielen, einfach nur weil die alten seltener sind. So. Und jetzt haben wir folgende Situation. Die mischen die ganz seltenen Cold Foils mit in die Displays. Die Sammler können sich immer noch darum kloppen, können sie kaufen und öffnen und für sich behalten oder auch durch Angebot und Nachfrage kann sich da ein Preis bilden, der eher an die Sammler geht und ein und dieselbe Karte zum selben Zeitpunkt, weil First Edition kam ja immer früher, jetzt kommt alles zum selben Zeitpunkt auf den Markt, dass die Spieler auch sofort alles bekommen und die tendieren ja eigentlich dann dazu, na, das heißt eigentlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten die günstigste Version nehmen. Eine normale anstatt eine Foil, eine Unlimited anstatt eine First Edition, weil im Spiel können die Karte das gleiche und deshalb. Super Rare Foil, muss mal Platz machen hier. So. Ja, und deshalb klar. Nehmen die Spieler die günstigere Variante. Und das war's. Cool. Mit diesem Display, Mask of Mentor haben wir noch getroffen. Noch eine Foil Majestic. Super Rare Majestic. Okay. Super Rare Foil. Alles klar. Jetzt räume ich das jetzt auch nochmal weg hier. Eigentlich müsste ich die Equipments auch noch auf einen eigenen Stapel machen, so wie die Token. Ist egal. Ja, jetzt können alle zum selben Zeitpunkt sich das kaufen. Es gibt dann keine zwei verschiedenen Display-Varianten mehr, die dann die Händler im Laden stehen haben. Und das Problem war, dass vor allem in den USA viele, viele Distributoren massive Displays gekauft haben und behalten haben und künstlich den Preis quasi verknappt haben, erhöht haben. Die angebotene Menge verknappt haben. Und das war halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das wollte der Hersteller nicht. Ne? Legend Story Studios. Denen ist ja, wie hier bei mir auch, am wichtigsten, was mit den Spielern ist. So. Und alles, was ich eröffne, kommt auf den Markt. Geht alles an die Spieler. Und ja, jetzt wird das wohl so sein, dass das immer alles zum vernünftigen Preis verfügbar ist und nur die einzelnen Karten, die selten sind, dann teurer werden. Eigentlich so, wie es, keine Ahnung, wie es sein sollte. Dann wird alle 2 Jahre so ein History Pack kommen. Ja, nochmal Tom auf Fjandal.
Majestic, schön rot, wie man sieht. Das ist der einzige Weg, wo man hier die Seltenheit erkennt. Immer nur diese verschiedenen Farben. Ja? Schön, schön, schön. Jo. So. Voll dieser Stapel und noch die Token. Okay. Ja, bin mal gespannt, was kommt. Wie das wird, wie das angenommen wird, ob vielleicht ein Blatt als Ganzes. Also, es gibt verschiedene. Noch weiter und noch weiter. Falls jemand hier schon jetzt 25 Minuten geguckt hat, dann toi, toi, toi. Danke fürs Durchhalten. Ihr müsst noch auf Like klicken, na? Weil ihr seid ja die richtigen Fans. Danke. Der Print Run wurde veröffentlicht. Und zwar hatte Legend Story Studios, der Hersteller aus Neuseeland, bislang nur veröffentlicht, wie viel wurden von der First Edition gedruckt, von dem ersten Set, zweiten Set und dritten Set. So. Das erste Set, Welcome to Raft, First Edition, waren 16.700 Displays weltweit, die jemals nur gedruckt wurden. Und dann kann man sich ja zum Beispiel ausrechnen, 16.700 durch 40. Beispiel gibt es noch 417 Fables. Heart of Fjendal, die ich jetzt suche. Aber ich spreche von der First Edition. Wir sind hier bei Unlimited. Und von diesen 417 Karten ist klar, dass da, also wenn es in jedem Land nur ein paar Investoren gibt, die diese Karte haben wollen, dann sind die schnell weg, ja? Und dann, wenn es darum geht, die zu graden und dann die guten Kopien davon zu kriegen, jetzt die Frage, wie viele 10.0er gibt es? Die ist schweineselten und deshalb ist die so richtig teuer. Okay, worauf ich hinaus wollte. Dieser Block, erste, zweite und dritte Set, der kommt ja in diesem History Pack. Oh, bin ich jetzt hier in die Kamera gekommen? Alles noch gerade? Alles noch gerade. Und diese History Packs, die werden, da gibt es auch, also es ist wirklich total, wenn ihr da so nur so, das, wenn ihr jetzt hier nur zuguckt, um zu sehen, was ich hier für Karten pulle, ist euch das ja alles scheißegal, aber ich quatsche mir das jetzt einfach mal von der Seele. Und zwar wird es dann Karten, diese Karten kommen mit weißem Rand. Es gibt bislang nur schwarzen Rand und man kennt es von Magic, Karten mit weißem Rand sind, naja, die günstigeren, häufiger gedruckten, zumindest damals, früher. Und das kommt dann mit diesen auch verschiedenen Sprachen. Die deutschen Karten, die gibt es dann mit weißem Rand. Aber eine Ausnahme, der erste Print Run, also weiß ich nicht, warum es da jetzt wieder ist, es ist komplett bescheuert eigentlich. Der erste Print Run von den deutschen Karten oder überhaupt von diesem History Pack, auch auf Englisch, kommt dann doch mit schwarzem Rand. Oder doch nur die Deutschen mit schwarzem Rand. Ach, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, die deutschen Karten, die allerersten deutschen Karten, die kommen, die werden wenig gedruckt, haben noch einen schwarzen Rand, sind Karten aus den ersten drei Sets. Und zwei Jahre später kommen dann halt die nächsten drei Sets in einem History Pack 2, nenne ich es mal. Alles inklusive Everfest, das was jetzt aktuell ist, was wir gerade auch noch weiterhin öffnen. So, weit zum Überblick über das, was die mit Flashblood 2.0 angekündigt haben. Der Print Run war das nächste, was ich eben erwähnt hatte. 37.000. Ich möchte das jetzt nicht falsch zitieren, aber ungefähr 16.700 von der First Edition. Beim zweiten haben sie es dann knapp verdoppelt. Irgendwie, ich sag mal 36.000 First Edition Displays weltweit. Und dann Crucible of War. Ja, nochmal verdreifen. Nein, ich liege falsch. Ach, keine Ahnung. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich werde nachgucken. Weil wer jetzt noch mitguckt, der ist auch ein bisschen interessiert daran, was überhaupt so passiert. Dann mache ich das mal für euch. Flash and Blood auf der offiziellen Homepage. FabTCG.com, geht man auf Game, da geht man auf Collector Center und da ist schön alles aufgelistet nach Edition. Also, Welcome to Wrath. First Edition hatten sie schon veröffentlicht.
16.700 Displays. Wo man sich dann auch schön runterrechnen kann, was ist wovon, wie oft da. So, da steht da drin, wie viele 5 Legendaries gibt es, eine auf 96 Packungen, also im Schnitt auf einem Case. 10 Majestics gibt es insgesamt und eine Majestic in 12 Packungen, das heißt, ich habe 8 Stück in so einem Case im Schnitt und. Und dann ist noch eine Liste von allen einzelnen Karten, welche ein bisschen weniger gedruckt wurde als andere. Aber worauf ich hinaus wollte, zweite, was rausgekommen ist, Arcane Rising, First Edition, habe ich noch nie besessen, beides, nie besessen. Kamen 16.700 Displays, auch, genau, das war's, auch 16.700. Und dann beim dritten, Crucible of War, wo ich immer noch der größte Fan von bin, 37.500. So, das waren die Zahlen und jeder hat jetzt die ganze Zeit, weil das Set kam raus im Juni 2020 und seitdem haben sie keine Zahlen mehr veröffentlicht, weil die Investoren und Kollektoren haben aber gesagt, naja, von Monarch, das vierte, was rauskam, gibt es jetzt viel zu viel. Deshalb sind wir raus und wenn das über 100.000, weil wenn das über 100.000 sind, dann kommen wir auch nicht mehr zurück zu Flaschenblatt. Wenn dann war das eine Fehlentscheidung von den Machern aus Neuseeland und haben keinen Bock drauf, bla bla bla. So, jetzt haben sie es veröffentlicht. 125.000 Displays haben sie von der First Edition gedruckt. Und ja, das war für manche so. Die haben halt die Displays damals geholt. Oh, hier war ich falsch, Moment. Als die rausgekommen sind und haben ein bisschen darauf spekuliert, dass die richtig teuer werden. Und das war zum Hype während Corona, während alle, keine Ahnung, was zu tun gesucht haben. Und diese Investments, vor allem dann auch Pokémon mit Logan Paul und. So richtig, richtig Leute angezogen haben. Naja, die haben dann diese Displays für 300, 400 Euro geholt. Monarch. Die kosten jetzt so 170. Ja, ne? Das tut dann halt weh. Da haben Leute keinen Bock drauf. Das ist schon schmerzhaft, vor allem wenn man dann viel holt und das als Investment sieht und dann sich dann verbrennt. Und diese ganzen Leute, die zum Flippen dann halt reingekommen sind, die sind jetzt raus. Ne? Ich meine, ich wiederhole jetzt auch vieles, was man in anderen Channels so sieht. Wenn Leute Ahnung haben und das hier von mir zum dritten, vierten, fünften Mal hören, wird es dann immer langweilig, aber. Ich habe ja eher Noobies dabei. Noobies ist lieb gemeint. Und ja, da hat man so ein bisschen Einsicht daran, was passiert überhaupt mit diesem Spiel. Das ist alles viel größer, als man so. Wenn man sich Gedanken macht, wie das mit den Distributionen, mit den Turnieren und das allergeilste Prinzip, was auch schon immer so war, auch bei Magic bei den großen Turnieren, auch bei World of Warcraft, wie die Firma das finanziert bekommt, die Turniere zu veranstalten, also allein schon hier in Deutschland in verschiedenen Städten einen Laden zu mieten und dann ein Turnier zu veranstalten, zu organisieren und dann Leuten noch Preisgeld zu bezahlen, das ist ja gar nicht machbar. Aber dieser Weg über, wir bieten Preisgelder in Form von so Spielmatten oder Promokarten, also da haben wir denn hier was, Promokarten, das ist alles hier so mit grün, Seltenheit, warum fokussiert sich Scheiße nicht? Das sind Promokarten und die gibt es dann auch mit, ja, sind Extended Art, also das Bild ist über den auch hinterm Text noch hinterlegt. Die gibt es dann in Cold Foil und normal und wie auch immer. Auf jeden Fall sind diese Promos, kommen dann alle paar Wochen neue raus, als Preisgelder. So, und die sind einfach so selten, weil je seltener die sind, desto die Gewinner von World Championships bekommen so einen goldenen Rand. Und dann gibt es dann nur ganz, ganz wenige von. Und deshalb sind die so teuer und deshalb können die Spieler sich damit auch finanzieren. Weil wenn eine Karte für 10.000, 20.000 Euro verkauft wird, dann kannst du schon mal ein halbes Jahr für irgendwo hinreisen, Turniere mitspielen, die teuersten Decks kaufen oder überhaupt dich nicht voll auf deinen Main-Job konzentrieren, sondern ja, das quasi schon fast zum Beruf machen. So, und bis hin zum kleineren Rahmen, also bis hin zu den Läden, die ja dann was dran verdienen, wenn sie die Turniere veranstalten, die Leute hinkommen, ihr Geld da lassen,
einen Wert, nenne ich es mal, mitnehmen, weil diese Spielmatten oder diese Promos als Beispiel, die sind ja, die kann man sofort wieder verkaufen, die sind immer noch gefragt. Spielmatten im Übrigen, originale Spielmatten von Flesh and Blood, es gibt natürlich viele, die nachdrucken, die kosten 30 Euro für die allerbilligsten, ja? Aber das habe ich glaube schon mal erwähnt. Hunderte Euro für die älteren, teureren, und da dachte ich auch, das ist eine Blase, das ist ein Hype, das funktioniert nicht, aber es ist so geblieben. Die sind wirklich teuer, die kosten hunderte von Euro, diese Matten, und ja, da sieht man, dass dann doch noch wirklich viele Leute dabei sind, die noch an das Spiel glauben, und da ist noch lange nichts kaputt oder tot. Spielerzahlen steigen stetig, auch wenn nicht exponentiell, ist ja auch total egal. Es funktioniert alles, es gibt keine riesengroßen Probleme, keine großen Skandale. In dem Display hatten wir jetzt leider wieder nichts zu Außergewöhnliches. Wobei, was heißt außergewöhnlich? Hier können wir eigentlich nur Enlightened Strike als Majestic treffen. Oder noch eine legendäre. Ansonsten wird das nur noch von der Fabled getoppt. Naja. Wenn ihr spezifische Fragen habt, das finde ich eigentlich immer am coolsten, dann schreibt es in die Kommentare. Wie? Keine Ahnung. Ach so. Sammlung zeigen, da will ich glaube ich noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, welches Spiel, in welchem Umfang oder was ich überhaupt zeigen möchte oder werde, oder meinetwegen zeige ich euch gerne alles. Ich habe jetzt nur zum Beispiel an drei verschiedenen Standorten Produkte. Ich habe auch teure alte Einzelkarten, teure alte Sealed-Produkte weggesperrt, dass man noch nicht rankommt, und naja. Schauen wir mal, wann ich wie wo sowas aufbereite. Ich hatte da auch schon Bock, euch da ein bisschen was zu zeigen. Ist jetzt nicht so, dass ich einen Tresor öffne und euch die 10.000 Euro Karten zeigen kann. Das ist leider nicht so meine Region. Ich denke immer noch weiterhin drüber nach, ob ich nicht gegradete Karten handle, kaufe und verkaufe weiterhin. Ich habe mich ja langsam daran getastet, ne? Diese ganzen Fables und Legendaries für 1, 2, 300 Euro jeweils. Die sind, also, das sind keine Ladenhüter. Ja, wenn man wirklich es drauf anlegt, man wird die schon los. Kommt dann halt immer auf den Preis an, aber ich war immer so ein bisschen hesitant, weil so ein Crippling Crush, wenn ich die Karte für einen Fünfer verkaufe, die ist sofort weg, die braucht jeder, kann sich jeder leisten. Wenn ich Mask of Momentum für 160 habe ich die teilweise verkauft, da habe ich mir manchmal gedacht, ja, die muss ja so stark sein fürs Spiel, ansonsten holt die keiner. Ich war immer ein bisschen zu vorsichtig, um auch mit hochpreisigen Karten zu handeln, weil ich immer Angst hatte, dass ich darauf sitzen bleibe, und ja. Jetzt sammle ich die gerade mal erstmal für mich. Ob ich wieder im großen Umfang das kaufe und verkaufe, weiß ich nicht. Ich hole momentan, wie ihr ja auch sicher wisst, lieber wieder sowas, ne? So, Pokémon, Japanisch, 25th Edition. Im Übrigen, habe mich auch gewundert, alle japanischen Pokémon-Karten sehen hinten so aus. Die deutschen sind ja so. Naja. Fun Fact, interessiert auch keinen. Wir machen jetzt gerade nochmal die letzten Booster auf. Dann habe ich doch eine Dreiviertelstunde aufgehalten. Das ist eher so die Benchmark. Dreiviertelstunde, wenn ich viel quatsche. Ich könnte mich auch darauf konzentrieren, dass ich hier schneller aufmache. Aber gut, im Endeffekt guckt ihr mir ja quasi nur zu, wie ich das hier öffne, und wenn jemand wissen will, was war in dem Display drin, dann springt er halt bis zum Ende des Videos, guckt, was da auf dem Tisch liegt, und ich zeige dann nochmal alles, und dann ist gut. So kann man das ja auch machen. Nochmal irgendein Hit, nochmal irgendwas. Also, in Wissen, dass nur eine legendäre im Schnitt pro Case drin ist, dürfen wir jetzt auf nichts mehr hoffen. Ne? Letztes Mal hat es ja geklappt mit dem Arcane-Display, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt gar nichts mehr treffen. Mache ich jetzt auch. Ich will einfach nichts mehr. Ich will hier... Ach! Wieso funktioniert das eigentlich? Hier, Enlightened Strike, die teuerste Majestic. Jetzt, mittlerweile habe ich ein paar viele Kopien. Ich mache zu viel Welcome to Wrath auf. Ich habe auch von den seltenen Kopien zu viel hier rumliegen. Bedeutet, ich sollte eigentlich damit aufhören. Aber
Eigentlich ist das Hauptziel ja jetzt, die Fabled zu ziehen. Sobald ich die habe, höre ich natürlich auf. Aber, naja, man muss halt so viel öffnen auf dem Weg dahin. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wenn ich eine ersteigert bekomme, die mir gefällt, die in gutem Zustand ist, wo der Preis irgendwie passt. Es gibt ja auch verschiedene Händler, die nicht antworten. Also, weiß ich nicht. Ich hatte schon, ich habe so viel Geschäftskontakt mit zum Beispiel The Coon. Und ihr wisst, wen ich meine. Und es ist immer so schleppend und so, nee, keine Lust auf Arbeiten bei denen. Das ist der absolute Wahnsinn. Eine Frage beantworten? Nein, nein, machen wir nächste Woche. Egal. Da wären auch noch ein paar Kopien Ständen zur Wahl. Ich habe, Fun Fact, richtig dumm, der Seho hat auf Fjenda, nein, Eye of Ophidia. Eye of Ophidia habe ich bei denen geholt, bei eBay, ganz am Anfang, als sie rausgekommen sind, für 681 Euro. Ich bei denen kostet jetzt, weiß ich nicht, 240? Ja, gehört auch dazu, ne? Gehört auch dazu. Mit dieser Karte, Eye of Ophidia, an sich habe ich deutlich Plus gemacht. Mit allen, die ich gekauft oder verkauft habe. Aber das wäre der schlimmste und allerteuerste Preis auf dem Peak, an dem ich gekauft habe. Wo Flash & Blood wirklich so richtig, richtig teuer war. Habe ich ein bisschen mitgezahlt, dummerweise. Aber gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Geld versenken kann man auch anders. Ich glaube zum Beispiel, das war jetzt hier auch nicht so lukrativ. Was haben wir bezahlt? 60 Euro pro, hier 240 wieder für das Case. Was haben wir rausgeholt? Mask of Momentum, ich gucke jetzt gar nicht mehr nach. Vielleicht 130. 240. Und Enlightened Strike, naja, 35. Also Witcher, hier hat was zu verdienen. Oh, das war falsch. Das wollte ich doch weiterhin trennen. Dann macht es dann leichter, wenn ich eine Karte aussuche. So. Rare kommen nichts. Vielleicht beim nächsten Mal dann doch wieder auf einen Stapel. Das geht auf jeden Fall schneller. So. Cracked Bauble ist dabei. So, tück, tück, tück. Noch drei Booster, dann haben wir es geschafft. Oh, haben wir die Dreiviertelstunde auch schon wieder fast voll. Naja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der jedes Video in voller Länge guckt. So viel Zeit oder Langeweile kann er ja nicht haben. Aber ich schreibe ja auch dran, wenn mal was Gutes getroffen wird. Ne? Da kann man ja wirklich mal sich das spannend machen oder nur die besten Videos rausgucken. Habe ich auch gesehen beim Arcane Rising Video, da waren wieder richtig viele Views drauf. Hat mich gefreut. Aber man kann ja nicht immer Glück haben, man kann nicht immer nur so super Sachen aufmachen, ansonsten wären die gar nicht mehr besonders. Das war's für heute. Ja. Ja. Jetzt ähnlich wie beim letzten Mal. Mask of Momentum und Lightning Strike war auch dabei, aber da war noch eine legendäre zusätzlich dabei. Das heißt, jetzt war es ein bisschen schwächer. Aber okay, gehört dazu. Leider kein Fable gefunden. Eventuell mache ich beim nächsten Mal nochmal Welcome to Wrath auf. Oder ich gehe wieder über zu Everfest, was die aktuelle Version, Edition ist, das aktuelle Set ist. Und da verkaufe ich auch gut Karten. Da müsste ich auch wieder was nachziehen. Ich mache auf jeden Fall die beiden auf in den nächsten zwei Videos. Bis dann, ciao.